Also zurzeit kaufe ich ein paar Feuerblüten auf. Ich habe jetzt insgesamt, ja, so 1400 Stück. Ich bin der Meinung, die wird steigen, aus dem Grund, weil sie zurzeit extrem viel durch Gnome Regan kommt. Ja, Gnome Regan bringt gerade extrem viele Feuerblüten durch den Mist. Durch diese Schmutzdinger. Da sind Feuerblüten drin. Es wird mehr gefarmt werden. Definitiv durch Tanaris und weil Leute das kirschen können, aber es gibt einen neuen Trank. Den brauchen theoretisch jeder, der tryhardet. Aber vor allem brauchen den Mages, Warlocks und Shamans. Ja. Und allein in dem sind drei Feuerblüten drin. Aktuell ist die einzige Verwendung für Feuerblüten der hier. Der auch nächste Phase immer noch relevant ist. Ja, der wird immer relevant bleiben, dieser Trank. Also hast du einen Trank, der drei Stück davon braucht. Und dann bin ich am Überlegen, okay, es wird mehr gekirschnert davon, aber es wird 100% auch viel, viel mehr benutzt werden. Weil der Trank ist insane. Und hier ist nämlich das Ding. Wenn ich die nicht verkauft bekommen sollte und der nicht steigt, der Preis, benutze ich die einfach selber. Das ist meine Idee dahinter. Aber ich glaube, wie gesagt, die werden, denke ich, steigen. Da habe ich mein ganzes Gold jetzt weggefeuert. Ne? Ich bin Das ist von RIP. den Verlassenen. Ich soll mal bin meinen Ring von hier den verkaufen. Verlassenen. Genau, Feuerschnapper müssten auch relevant bleiben, ja. So, das geht rüber. Feuerblüte, weiß ich nicht, ob du die sonst noch für was brauchst. Aber das war so damit das Relevanteste. Ich kann ja mal schauen. Die sind auf jeden Fall nicht in der Kiste drin. Warte mal. Genau, Steinschuppenöl wird aber hart gebottet werden. Ne? Das ist so die Sache bei Steinschuppenöl. Es kann höher werden, aber es wird hart gebottet. Okay, du brauchst das auch. Oh, warte mal. Wait. Moment, Feueröl wird. Okay, die Feuerblüte. Ich will ja nichts sagen, Leute, ne? Aber Feuerblüte ist auch in dem Zauberöl drin. Drei Stück. Wenn man das verwendet. Man weiß nur, was verwendet. SOD ist alles anders. Auch noch drei Stück drin. Mit dem Zauberschaden. Heftig. Sehr heftig. Und noch in dem Zauberöl für 40. Auch noch. Aber man benutzt, wenn, dann das hier, denke ich. Und, passt auf, Leute. Das Ding. Es gibt doch hier den hier. Diese dicken Bomben. Ich glaube, es ist nur die hier, oder? 600 Schaden. Und in dem Goblin Öl ist das wohl auch mit drinne. Im Raketenschreibstoff. Aber wo ist der? Raketenschreibstoff. Seht ihr den irgendwo? Ich sehe nicht. Es kann sein, dass das andere Öl erst mit ZG kommt, aber dann ist halt das andere drinne. Ne? Ich finde den Raketentreibstoff nicht, aber in dem hier ist auch drin. Hier, da drin. Feuerblüte, flüchtiger Rum, verbleite Fiole. Aber wie gesagt, die meisten Leute werden das nicht benutzen, weil die meisten Leute Zapper Charges nehmen. Ne? Aber der ist drin für die Goblin-Raketenstiefel, theoretisch. Also der wird schon mehr benutzt werden. Er wird mehr benutzt werden. Er wird durch weniger Gnomerigan weniger hergestellt, aber dafür wird er Open World halt eingesammelt. Ja. Aber er ist sonst in vielen Dingern mit drin. Wie gesagt, vor allem auch in dem hier. Und deswegen denke ich, der wird teurer werden. Ja, ich wollte eigentlich nicht so viel investieren und so, aber das Ding ist, ich hatte so viel Gold und ich wusste nicht, Gold behalten bringt ja nichts. Ja. Deswegen habe ich jetzt 1500 Stück davon geholt und das wird schon irgendwie. Ich meine, wenn es nicht hochgeht, dann behalte ich die Dinger. Dann ist das so. Aktuell kosten die ein Gold, weil ich das ganze Haar leer gekauft habe. Ja. Steinschuppenaal, davon habe ich auch welche. Aber bei denen ist das Ding. Beim Steinschuppenaal ist so die Sache, die werden gebottet. Ziemlich sicher. Ja. Der Preis wird zwar steigen, aber ich glaube nicht, dass der so steigen wird. Ich habe 2000 Stück von denen.
Wenn er nicht steigt, benutze ich sie selber. Ich brauche das sowieso. Wenn er steigen soll, habe ich ein bisschen Geld. Winterkalmar bin ich nicht sicher, wie das wird. Der ist auf jeden Fall verdoppelt, der Preis auf unserem Server. Ne? Aber es gibt immer noch extrem viele Botter, die diese Dinger hoch. Unendlich Supply davon haben. Ne? Ich habe selber 500 Fische, sind nicht so viel. Ja, ich habe die für 30 Silber das Stück gekauft. Wenn sie hochgehen, ist nice. Im Endeffekt habe ich sie jetzt schon verdoppelt. Ja. Aber wenn sie hochgehen, dann gut. Wenn nicht, dann nicht. Genau, den kannst du nicht mehr fangen. Ja. Und Steinschuppe, wie gesagt, wird gebottet, aber es gibt gar keine Verwendung für den. Und ich denke, sobald es eine Verwendung gibt, der ist ja hier im. Der ist ja hier drin zum Beispiel. Überragende Verteidigung ist sehr, sehr wichtig. Wird jeder Melee tragen. Jeder Tank, jeder Melee wird das Ding nehmen. Ja. Braucht zweimal Steinschuppenöl. Zweimal Steinschuppenöl sind ein Steinschuppenaal. Später natürlich auch noch die Flask. Die braucht 10 davon. Na, die wird es aber nächste Phase noch nicht geben, die Flask. Also man kann die Dinger schon längere Zeit aufheben. Ich würde sagen, sogar du kannst sie bis 60 aufheben und es dann weiterverkaufen. Aber das sind so die Dinger, die ich, sage ich mal, gekauft habe, die drei. Ich habe mich jetzt nicht so weit gefächert, weil dadurch, dass ich den Hunter habe, kann ich halt unendlich Gold drucken, theoretisch. Na, wenn ich Gold brauche, gehe ich für 3 Stunden irgendwie boosten und habe ich wieder 1000 Gold. Ja. Deswegen bin ich da nicht so dick dabei, aber ich habe jetzt meine 900 Gold, die ich hatte, einfach rausgehauen. Und dann guckt man, was so passieren wird. Es wird ziemlich sicher noch andere Dinge geben, wie zum Beispiel Echtsilberbarren, die in den neuen Wayland Supply Dingern drin sind, oder. Da würde ich allgemein mal reinschauen. Das ist ein ganz guter Tipp. Das zeige ich euch mal. Ist natürlich nicht 100% garantiert. Aber es gibt ja diese Wayland Supply Dinger. Und die Wayland Supply Dinger, die haben immer Items drin, die gebraucht werden, um diese Kisten zu füllen. Für den Ruf vom Wayland Supply. Und das wird uns natürlich nächste Season auch wieder geben. Nächste Phase. Und da würde ich mal in die Liste schauen, was da drin so drin ist. Ja, für Materialien, die es vielleicht jetzt schon gibt, die eventuell noch günstig sind. Das ist schon sehr, sehr spät dafür. Ja. Schon sehr, sehr spät. Und das sind diese Boxen hier. Und da ist drinne diese Dinger. Ja, schaut es euch durch. True Silver Barre ist zum Beispiel mit drin. Also Echtsilberbarren sollten vielleicht minimal steigen. Genau wie Echtsilber Gauntlets. Ja, also doppelt Echtsilber. Theoretisch. Ja, würde ich mal im Auge drauf werfen. Magiestoff. Mithril. Ja, Mithril. Wenn es jetzt sehr günstig ist, Mithril kannst du einkaufen, theoretisch. Ja, mal reinschauen. Sonnengras mit drin, Dreamfoil. Ich poste den Link mal rein davon. Und die Kisten farmen kannst du nirgendwo. Die Kisten, das ist so ein Missverständnis, die konnte man in Phase 1 sehr gut farmen. Weil die Kisten in Phase 1 waren vermehrt in Boxen drin. Also Open-World-Kisten. Ja, also wenn eine ramponierte Kiste steht, kannst du aufmachen, war eine Kiste drin. Das ist nicht mehr so. Oh, ich habe Salz verkauft. Sehr gut. Leute, ich habe grünen Farbstoff für 3 Gold verkauft. Ist das zu fassen? Das ist halt nicht mehr so. Deswegen, du musst für diese Boxen einfach Glück haben, dass sie droppen. Es gibt keine richtigen Farmen. Ne? Die droppen einfach. Wenn du Glück hast, hast du welche, wenn nicht, dann nicht. Es gibt jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, okay, du gehst da und da hin, da sind sehr viele von den Dingern. Und da bekommst du mehr von. Der Chai ist übrigens nur. Der verkauft übrigens nur Salz und. Salz und so ein Kram. So, hat der eine Bank? Der hat eine Bank. Ich könnte die Bank noch füllen, ne? 48 Plätze habe ich, oder? Sind das 48? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vierundzwanzig Stück. Schaffe ich dann mit 24 davon zu füllen? Vierhundertachtzig wären es, ne? Theoretisch. Ich meine, wie gesagt, die Dinger werden gebottet und die werden wahrscheinlich nicht so hart im Preis steigen, weil das Ding ist, ab nächster Phase wird alles so viel teurer werden, weil ab 50 dieser Sprung vom Raw Gold, der gedroppt wird, durch Quest, durch graue Items, etc., das macht einen riesigen Sprung. Ja, und wenn das die gesamte Serverinflation, also Server Economy,
eine Inflation hat, weil mehr Rohgold reingespült wird, dann wird alles teurer. Ganz automatisch. Deswegen, ich denke, du kannst nichts falsch machen mit Mets, die du entweder selber brauchst oder brauchen wirst. Habe ich zu viele gekauft? Natürlich. Aber dann habe ich noch mal ein paar Aale. Ich denke, es kann nicht schaden. Habe ich jetzt 2500 Stück. Und ich meine, auch wenn die nur 3 Silber hochgehen, habe ich auf jeden Fall mein Gold ein bisschen, ne, gesaved, sage ich mal. Und ich glaube, das war so das, was ich gemacht habe. Also ich habe mich nicht breit gefächert. Ne. Aber wie gesagt, mit den Supplies würde ich mal reinschauen. Der Echtsilberbarren, der wird jetzt noch eine Zeit lang nicht wirklich hochgehen. Weil zum Beispiel, schau mal, was der aktuell kostet. 30 Silber. Der wird, wie gesagt, durch Gnomeregan extrem viel generiert. Wait. Es sind aber nicht viele drin. Ne? Also gar nicht viele. Dann hätte ich jetzt auch Gold, würde ich hier rauskaufen. Weil, wie gesagt, diese schmutzverkrusteten Objekte aus Gnomeregan, die generieren durchgehend Echtsilberbarren, Wildranke, Feuerblüte, diese Dinger hier. Diese Gambling-Dinger, die ich benutzt habe. Leute, ich kann nicht mehr schreiben. Deswegen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die kosten nur noch 14 Silber. Holy moly. Aber naja. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Mal schauen. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe... Habe ich hier auch noch Aale? Meine 1000 Gold ausgegeben und wenn ich die 1000 Gold behalte, dann gehe ich.